Erster Redner zur Begründung dieser dringlichen Anfrage, Werner Kogler, der stellvertretende Clubobmann der Grünen. Eigentlich war ja angekündigt und verlangt eine dringliche Anfrage, dringliche Argumente gibt es tatsächlich, darauf können Sie sich verlassen. Auch die Fragen werden es in sich haben. An den Bundeskanzler geplant, die dringlichen Anfragen sind ja die gleichen geblieben, das Anliegen auch, allerdings der Kanzler ist krank. Zumindest ist das die Mitteilung ans Parlament. Deshalb wünschen wir ihm von dieser Stelle aus gute Besserung. Was allerdings schon ein bisschen seltsam anmutet ist, und das passt auch zum Thema dieser dringlichen Anfrage dann, dass man sich zwar vom Parlament entschuldigen lässt, aber um 10.45 Uhr ein Facebook-Posting absetzt mit Christian Kern aus Bundeskanzleramt Österreich. Heute gibt es einen fantastischen Ausblick. Winterwanderland vor dem Bundeskanzleramt. Da können Sie sich selber davon überzeugen. Jetzt ist es halt so, dass das kein glücklicher und gelungener Umgang mit dem Parlament ist. Da scheint man sowieso eine Schwachstelle beim Herrn Bundeskanzler zu treffen. Das werden Sie nachher entlang aller sachlichen und vor allem rechtlichen Argumente noch hören, weil nicht mehr oder weniger steht im Raum, und ich werde den Vorwurf begründen, dass diese Bundesregierung mit dem Kanzler an der Spitze allein schon deshalb einen Verfassungsbruch in Sachen CETA begangen hat, weil sie die Bindungen und Beschlüsse dieses Hauses hier, also mit Mehrheit von Ihnen, gebrochen hat, die Bundesregierung. Und der Herr Kanzler hat uns immer den Eindruck vermittelt, wie ein Löwe, wir kennen die Inszenierung ja schon, wie ein Löwe in Brüssel gekämpft zu haben und wunderbare Erklärungen herausverhandelt zu haben, die das CETA-Problem entschärfen würden. Mitnichten. Darauf wird noch einzugehen sein. Aber diese Story ist auch ein Ausdruck dafür, dass es zumindest an der notwendigen Sensibilität mangelt. Nachdem wir alle draufgekommen sind, ist Erwartung, das soll nicht verschwiegen werden, der Korrektheit halber, ist erwartungsgemäß Folgendes passiert. Es gibt dann ein weiteres Posting, jetzt dann aber 2 Stunden später das Winterwanderland ist immer noch das Gleiche. Jetzt sind es aber liebe Grüße vom Team. Frau Staatssekretärin, das ist nicht lächerlich. Das ist einfach eine Metapher dafür, wie es hier zugeht. So, jetzt. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Frau Staatssekretärin die Fragen entsprechend beantworten wird. Und kommen wir mal zur Gesamtaufstellung. Ja, viele würden ja vermuten, alleine weil ein durchaus und sehr, sehr erfolgreiches Volksbegehren stattgefunden hat, dass es diese dringliche Anfrage gibt. Ja? So ist es aber nicht. Würden Sie die Protokolle der Präsidiale lesen, hätten Sie schon erkannt, dass wir hier entsprechende Initiativen planen, weil nämlich es jedenfalls die grüne Fraktion, ich nehme auch an andere, sich nicht weiter gefallen lassen wird, dass hier die Mitwirkungsrechte der Volksvertretung, ja, wenn man schon bemühen wir durchaus einmal dieses Wort, die Mitwirkungsrechte nicht nur übergangen werden. Ja? Da haben wir ja noch vorsichtig formuliert im Vorfeld. Aber es hat die Recherche des Ablaufs dieser Geschichte genau bewiesen, dass nämlich auch die Rechte gebrochen wurden. Und zwar nicht nur abstrakt, sondern inhaltlich. Ich gehe jetzt einmal auf diese Sache ein, was das rund um CETA bedeutet. Das Volksbegehren selbst im Übrigen beschäftigt sich noch mit TTIP und TISA, dazu werden wir dann auch noch was sagen, auch dazu haben wir Fragen formuliert. Jetzt kann man bei CETA dieser oder jener Meinung sein, Sie wissen auch, ich bin nicht der Meinung, dass deshalb gleich die Welt untergeht, aber es hat jedenfalls eine völlige Schräglage eingebaut in vielen Fragen des sogenannten Handels in die falsche Richtung, weil es ist nämlich kein Freihandelsabkommen in erster Linie. Es ist, wie Sie wissen oder wissen sollten, eigentlich ein Standardsetzungsabkommen
Klammer auf, wenn es nur da aufpasst, und dazu sind wir auch da, ein Standard-Herabsetzungsabkommen. Und es ist auch ein Regulierungsabkommen, Klammer auf, im Zweifel ein Deregulierungsabkommen. Und das ist ja der Punkt. Ja? Wenn Sie die Mühe machen würden, sich einmal einfach nur CETA zu übersetzen, werden Sie drauf kommen, dass das C nicht für Kanada steht, sondern für Comprehensive. Und E steht für Economic, also umfassendes Wirtschaftsabkommen. Ja? Das darf man ja alles wollen, aber es wird einfach anders dargestellt. Ja? Ich wende mich da auch an Zurufer und Kommentatoren von außen, die auch immer wieder so tun, als ob jene, die sich durchaus kritisch damit auseinandersetzen, so viel kenne ich nicht, die den Vertrag wirklich gelesen haben im Übrigen, und auch jene, die da diese Zurufe machen, haben es offensichtlich dann immer, die denen, die sich da auf diese Art und Weise auseinandersetzen, unterstellen, dass sie halt auch irgendwie zu den Populisten gehören würden. Ich sehe, dass hier seit vor 9 Jahren ist das Mandat im stillsten und im geheimsten gegeben worden, von vornherein auch in der Methode die schiefe Ebene. Ja? Und erst als wir dann draufgekommen sind, um was es da alles geht, ist die Sache langsam in Gang gekommen. Das hat dann dazu geführt, dass die Mehrheit dieses Parlaments im zuständigen EU-Ausschuss, eigentlich ein Unterausschuss, eine bindende Stellungnahme formuliert hat, die, wie der Name sagt, die Regierung bindet. Ich darf jetzt die wichtigsten Punkte hier kurz zum Vortrage bringen aus dieser bindenden Stellungnahme vom Juni 2016 noch. Ja? Im Übrigen die gleiche Stellungnahme gibt es von den Bundesländern und vom Bundesrat. Hier heißt es unter anderem, also was auf keinen Fall passieren darf, wo die Bundesregierung nicht zustimmen darf, wo sie nicht hinverhandeln darf. Die Möglichkeit von Schiedsverfahren gegen Staaten, das Problem ist ja hinlänglich bekannt, wird halt unterschiedlich eingeschätzt, ist nicht vorzusehen. Ja, wie wollen Sie denn das übersetzen? Ja? Wir werden noch darauf zurückkommen, was da jetzt genau im CETA-Vertrag drinnen ist. Zweitens, das Vorsorgeprinzip. Das Vorsorgeprinzip muss erhalten bleiben, und drittens, dass es keine vorläufige Anwendung von CETA gibt bzw. beschlossen wird. Gehen wir das ist die Beschlusslage hier im Haus. Ja? Gehen wir einmal zu den Schiedsverfahren, Schiedsgerichten. Na, es ist doch völlig logisch, dass auch diese abgeänderte Sache in CETA ein Schiedsverfahren gegen Staaten ist. Um was wird es denn dort sonst gehen? Noch dazu, und daran entzündet sich ja die Kritik, auch eines schon wieder mit Schieflage, weil das in der Regel nur jene können, die überhaupt einen Firmensitz in Kanada haben. Ja? Und das ist ein ungleicher Zugang. Ja, deshalb ist ja der Deutsche Richterbund und hunderte europäische Juristinnen und Juristen gegen dieses Abkommen. Auch diese Dokumente haben wir natürlich wieder mit. Und die waren ja auch der Grund für die Beschlüsse dieses Nationalrats. Da sollten Sie ja stolz drauf sein, um Gottes Willen. Die Grund für diese Beschlüsse, dass das nicht geht, weil die Konsequenz dort, das wird auch so beschrieben, ja? Der nüchterne Deutsche Richterbund. Nicht notwendig, nicht juristisch fundiert und im Ergebnis schädlich. Warum ist es so? Weil wir ausgereifte Justizsysteme in Europa haben, die diesen Überbau überhaupt nicht brauchen. Aber wenn es ihn einmal gibt, stiftet er Schaden, um Gottes Willen. Jetzt hätten wir ja nichts gegen Handel mit Kanada. Also mit diesen Litaneien können Sie uns heute ein bisschen verschonen. Ja? Natürlich geht es auch um Handel, aber es geht auch um faire Produktionsbedingungen etc. etc. Und diese Sache hier ist einfach ein Brandbeschleuniger dafür, wenn in diesen Verträgen irgendwas drinnen steht, was da nicht so witzig ist, wie sie alle tun. Und da kommen wir schon zum nächsten. Vorsorgeprinzip. Ja? Es wird immer so getan, als ob das ja alles super gesichert wäre. Richtig ist, das Wort kommt im ganzen CETA-Vertrag gar nicht vor. Ja? Aber es gibt einige Stellen, ich erwähne es immer wieder, bis heute hat uns noch keiner widerlegt, im Artikel 25 dieses Vertrags, dass ausgerechnet bei Marktzugang zu Biotechnologie, ja, Herr Schultes, zum Mitschreiben, Marktzugang zu Biotechnologie, der wissenschaftsbasierte Ansatz gilt. Jeder, der sich mit dem beschäftigt, weiß, dass das das Gegenteil vom Vorsorgeprinzip ist, auch wenn dann in diesen Beipackungen auf die WTO rekurriert wird, beschleunigt das Problem ein weiteres Mal. Weil dort wird es dahingehend übersetzt, dass das eben so zu interpretieren ist, dass man wissenschaftliche Zulassungssysteme braucht, aber nicht der was in Verkehr bringt, sondern
die anderen, die darauf schauen wollen, dass bei irgendwelchen Gefährdungen das nicht so schnell oder gar nicht passiert. So wie bei der Asbestgeschichte, wo man 70 Jahre ist da gekämpft worden, bis einmal akzeptiert wurde, dass das schwerkrebserregend ist und ausreichend, Karl Oehlinger weiß viel darüber, ausreichend Opfer zu beklagen sind durch diese Krankheiten, die hier hervorgerufen wurden. Und da ist es eben auch so. Es ist nämlich nicht anders zu übersetzen, wenn man alles jetzt zusammenzählt, dass diejenigen, die vielleicht noch aufrichtige Behördenvertreter sind, kritische Wissenschaftlerinnen, ja, dass diejenigen beweisen müssen, dass irgendwas schädlich ist. Und das ist das Gegenteil vom Vorsorgeprinzip. Da kann in den europäischen Verträgen 10-mal drinnen stehen, ja, dass im europäischen Rechtsraum das gilt. Aber CETA wäre ja ein völkerrechtlicher Vertrag und der steht über diesen Dingen. Weil da wird auch ständig Nebel geworfen. Ich bin gespannt, ob wir das heute wieder hören. Wenn uns wer widerlegt, soll es uns recht sein. Ja? Weil das CETA kommt, hat ja zumindest eine halbe Chance. Ja? Dann wäre es besser, es wäre so, wie andere behaupten. Nur die Beweisführung bleibt aus. Dafür wird mit dem Finger auf jene gezeigt, die sich mit dem wirklich beschäftigen. Das hat auch der Bundeskanzler gemacht im Übrigen. Das ist ihm hoch anzurechnen. Er hat ja gute Argumente und Berater offensichtlich gehabt, die ihm das gesagt haben, wie hier die Dinge liegen. Alleine die weitere Geschichte ist eben die, mit der wir uns heute hier beschäftigen müssen. Das nämlich von diesem Mandat hier im Haus und bis heute nicht begründet, was er den eigentlichen Verfassungsbruch darstellt, abgewichen wurde. Es kommt noch schlimmer, damit wir mal alle Punkte durch haben. Ja? Die vorläufige Anwendung, davon kann sich jetzt jeder überzeugen. Was ist das nun? Das ist ein Rechtsinstitut, das an sich nicht nur böse ist, es hat eine gewisse Logik, dass das sagt, alles, was die Europäische Unionskompetenz umfasst, darf schon gelten, wenn das Europäische Parlament zugestimmt hat. Das werden wir sehen, wie das ausgeht. Okay. Aber es ist halt in diesen ganzen Vertragskomplexen so vorgesehen, auch in CETA, es wird sogar angemerkt, dass alle zustimmen müssen. Und das wäre eben die Chance gewesen, das Mandat dieses Nationalrats mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus anderen Ländern, die es ja bekanntermaßen gegeben hat, vorläufig eben doch nicht zu unterzeichnen, was aber verfassungswidrig passiert ist, um diese Anwendungen zu verhindern. Es ist völlig strittig, ob ein Land diese vorläufigen Anwendungen noch jemals einmal einfangen können wird. Auch dazu gibt es schon mehrere Rechtsexpertisen. Aber alleine darum geht es ja nicht. Die Bundesländer, vertreten durch 9 Landeshauptleuten, der Bundesrat mit großer Mehrheit und dieses Haus hier hat beschlossen, dass die Regierung nichts unterzeichnen soll, weil eine vorläufige Anwendung vorgesehen ist. Jetzt ist im Rat der Europäischen Union zugestimmt worden. Ja? Im Übrigen, das Ganze tragt dann die Unterschrift des Herrn Kurz, nur nebenbei bemerkt, ja? Der sich da immer fein heraushält. Aber natürlich ist das Außenministerium voll involviert. Ja? Mitterlehner wollte das sowieso. Der ist wenigstens immer zu seiner Meinung gestanden. Das muss man sagen. Ja? Und letztlich ist es jetzt im Ergebnis so, dass nicht nur das, sondern auch die beiden anderen Punkte gebrochen wurden, und zwar mit Anlauf und nach Strich und Faden. Schiedsverfahren sind vorgesehen, das Vorsorgeprinzip ist durchbrochen, da kann man noch streiten juristisch, aber das passiert ja nicht, da wird ja nur herumgegaukelt. Und drittens, die vorläufige Anwendung ist sogar schon im Ratsbeschluss drinnen. Da sagen die Vertreter der Nationen, also der Kurz, der sagt ja schon, okay, das und das und das darf vorläufig angewendet werden. Und das wollen wir uns nicht gefallen lassen. Ja? Deshalb ist es auch schon eine hygienische Notwendigkeit, dass wir uns auch auf diese Art und Weise damit beschäftigen und dass jetzt das Volksbegehren entlang dieser Abkommen und den Grundsätzen dazu so erfolgreich war, wird uns ja nicht hindern, dieses trotzdem zu tun. Also ist einmal eine schöne Vorlage gemacht und die Fragen beziehen sich genau darauf, was diesen Vorgang betrifft und vor allem, wie wir diese Patsche zukünftig vielleicht noch sanieren können. Weil es ist ja nicht alles vorbei. Ja, kommen wir dazu, was Kanzler Kern gesagt hat und was er wirklich erreicht hat. Bei den Schiedsverfahren, das ist ja das, was alle nur auf die Nerven geht. Ja, im Übrigen auch in Kanada. Warum das nicht einfach rausgekommen ist, versteht bis heute kein Mensch, glaube ich. Die sind nämlich überhaupt erst deshalb hineingekommen, Jahre nachdem die anderen Mandate gegeben wurden,
in den Verhandlungen mit Kanada, genau als das TTIP-Mandat vergeben wurde. Und das ist ja das Groteske und wirklich Ablehnenswerte und vor allem Intransparente, weil da herinnen hat das kein Mensch gewusst. Weder das Mandat mit Kanada, noch das im Jahr 2013, im gleichen Moment, wo mit den USA die TTIP-Verhandlungen angestartet wurden, diese Formeln hineinkommen. Wer war in vorderer Reihe dabei, um später sofort einmal ins Rat dagegen zu schalten, ein paar Monate? Die österreichische Bundesregierung. Wir waren, und in den Protokollen, die man dazu lesen kann, die sind an sich jetzt ja nicht zu veröffentlichen, wie in den Ratsarbeitsgruppen, ist Österreich, bis wir das einmal alles aufgedeckt haben, ein Vorreiter dieser Schiedssysteme. Man bekennt sich dazu, dass man das immer wollte. Ja? Und gleichzeitig ist die Bundesregierung aufgetreten, wie sie aufgetreten ist. Jetzt kann man sagen, da kann der Nachfolger von Faymann nichts dafür, der Bundeskanzler Kern. Richtig. Was tut aber er? Er erklärt, also zuerst hat er einmal nicht die Gunst der Stunde, glaube ich, die er ja gehabt hat. Da meine ich weniger die Parteibefragung, ja? Die Partei ist Partei, aber die Bindung dieses Hauses, da geht es wirklich um was, nicht dazu genutzt, um noch auf der Bremse zu stehen, bis dieses heraus ist. Weil in Wahrheit dient es dazu, das ist jetzt vorläufig einmal obsolet, aber auch nicht ewig, wir werden es dann noch hören, um TTIP besser durch die Hintertür schmackhaft zu machen. Das war das Motiv für diese Sache. Und der Kanzler Kern hätte alle Chance gehabt. Er hat aber auf interpretative Erklärungen vertraut, dass man da irgendwas verbessern will. Ja? Also chronisch, seit Jahren werden diese Schiedssysteme verbessert, unter Anführungszeichen, gelingt da ein bisschen was. Alleine, es sind privilegierte Zugänge für Firmen, wenn sie so wollen, Konzerne, die einen Sonderstatus kriegen. Und das ist einfach nicht zu brauchen. Und das brauchen wir zukünftig für die ganze Welt nicht. Wenn sie dauernd so tun, als ob das Standards wären, die man dann ausrollen kann auf den Globus. Ja, das brauchen wir genau nicht. Jedenfalls nicht bei Rechtssystemen zwischen zivilisierten Staaten. Und das sind wir wohl. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Die Chance wurde vertan, aber das wirklich Ärgerliche ist ja, dass der Kanzler, und deshalb auch die Hinweise auf solche, ja, so zweite Schlampereien, ja, inszenieren statt regieren, ja, mehr Show als was anderes, das steht ja im Raum. Dass hier der österreichischen Öffentlichkeit erklärt wurde, ja, wir haben erreicht, dass das ein sogenanntes gemischtes Abkommen ist, also dass wir auch noch was mitzureden haben als nationales Parlament, und da sollen wir dann ruhig dagegen stimmen, so auf die Art. Ja? Also die Schiedssysteme sind eigentlich quasi jetzt weg, weil wir werden schon ablehnen da. Nein, könnten wir ja, sollten wir auch, weil es nicht einzusehen ist, weder die Vorgangsweise noch das Ergebnis. Und jetzt müssen wir aber schauen, was es damit wieder auf sich hat. Dass ein gemischtes Abkommen ist, hat nicht der Kanzler erreicht. Das ist schon viele Monate vorher passiert, weil viele Staaten, unter anderem auch unser Oberverhandler Mitterlehner, das mit erreicht hat. Das muss man auch anerkennen. Und zweitens ist es doch logisch, dass jene Dinge, da ist nichts zum Erkämpfen in Wahrheit großartig. Es ist nur festzustellen, wenn derart viele nationale Kompetenzen tangiert werden, dass die nationalen Parlamente abstimmen müssen. Ja, es gibt genug Dinge, wo ich dafür bin, dass nur das EU-Parlament abstimmt. Aber wenn es so weitreichend reingeht, dann ist das schon noch die richtige Angelegenheit. Und wir haben jetzt gesehen, wo das überall hineinschneidet. So, und deshalb sollten wir aus dem noch die Lehren ziehen, und sagen, ja, dann lehnen wir es da halt ab. Blöderweise hat der Kanzler den Eindruck vermittelt, dass man dann nur das eine halt nicht hat, die Schiedssysteme, und der Vertrag, der lebt weiter, ja, der die Union betrifft, wo er glaubt, das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Das ist nicht mein Kaffee. Aber rechtlich ist es so, dass man nur den ganzen Vertrag ablehnen kann und nicht mehr die Schiedsgerichte herausbieten. Das heißt, wir brauchen dort auch einen Zwischen- oder Neustart, wie Sie das immer nennen wollen, und es ist immer noch in der Hand, unter anderem von solchen Ländern wie Österreich, zu sagen, nein, so ratifizieren wir nicht. Es ist juristisch relativ leicht, diese Giftzähne rauszuoperieren. Und dann wird ratifiziert. Die Möglichkeit besteht immer noch. Und wir werden nicht nur den Kanzler beim Wort nehmen, sondern auch Sie beobachten, die ja eigentlich immer noch das Mandat gegeben haben, dass das nicht sein darf, was jetzt passieren soll. Also das müssen Sie auch mit sich selber ausmachen. Tun Sie das da erklären, wenn Sie dann Ihre Reden halten und nicht mit dem Finger auf andere zeigen, ja? Kommen wir noch schnell zu TTIP und TISA. Bei TTIP ist die
Sache deshalb noch nicht tot, weil nämlich die Kommission darauf wartet, dass der Trump irgendwann verschwindet und dann geht's weiter. Das ist die Strategie und die österreichische Bundesregierung hat außer einer Protokollanmerkung noch nichts gemacht. Ja? Und bei dieser, Schlusssatz, Dankeschön, bei dieser haben wir genau das gleiche Problem. Auch da gibt es ein geheimes Mandat, geheime Verhandlungen und da sollen alle Dienstleistungen, auch wenn was anders behauptet wird, das ganze Abkommen dient nur dazu, von Südallgäu bis Nordfinnland in der kleinsten Gemeinde mit dereguliert werden. Auch das ist sinnfrei. Ja? Handel und fairer Handel, faire Produktion ist was anderes und dafür werden wir eintreten. Kritik an Geheimverhandlungen und am Inhalt des nun vorliegenden Freihandelsabkommens mit Kanada, kurz CETA, kommt vom Werner Kogler von den Grünen. Speziell das vorgesehene Schiedsverfahren hält er, wie der Deutsche Richterbund, den er zitierte, für nicht notwendig, nicht juristisch fundiert und im Ergebnis schädlich. Daher müsse man sich vor Abschluss noch darum bemühen, die Giftzähne aus dem Vertragswerk zu ziehen.